schwachen Staat kann sich nur derjenige leisten, der selber Geld hat. Ich kann mir, wenn ich viel Geld habe, ein Sicherheitsunternehmen leisten. Ich kann irgendwo hinziehen und mich mit meinen Nachbarn zusammentun und dann gibt es einen Zaun drumherum und jemand, der aufpasst, wer kommt da eigentlich rein, wer nicht. Ich kann dann mit meinem Auto zum Supermarkt fahren, fahre nachher wieder in meiner Garage, gehe rauf. Derjenige, der kein Geld hat, benutzt die Tram und läuft sonst irgendwo rum, wohnt vielleicht in einem Gebiet, wo die Kriminalität höher ist. Der ist darauf angewiesen, dass es einen starken, funktionierenden Staat auch gibt. Gleichzeitig ist bei uns in der Partei der Freiheitsaspekt ganz groß, weil wir auch genau wissen, wenn der Staat zu stark wird, wenn er zu viel eingreift, dann kann das auch schnell umkippen. Und das ist dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Staat, der Vaterstaat, Mutterstaat, die darüber steht, seine schützende Hand aufhält, aber die er auch zu fest zudrücken kann.